Wenn man den heutigen Handelstag zusammenfasst, könnte man sagen, Gold steigt nach den Luftschlägen der USA und Großbritanniens gegen die Houthi im Jemen, während Bitcoin deutlich unter Druck kommt am zweiten Handelstag der Bitcoin-ETFs und die Zinsen, die sollen 7-mal sinken in 2024, nachdem heute niedriger als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise wieder Zinssenkungsfantasien schüren. Und abschließend als Zusammenfassung könnte man sagen, die US-Berichtssaison hat begonnen mit den Banken eher mau, die Bankenaktien eher im Minus, manche mehr, manche weniger. Schauen wir uns die Gemengelage vor dem Wochenende mal an. Am Montag, ja, Feiertag in den USA, Börse is closed, Martin Luther King Day, und deswegen ein langes Wochenende, also für die Amerikaner. Wir wollen uns mal Gold zunächst anschauen, gestiegen auf über 2060 Dollar, 2060 ein Widerstand. Da erstmal abgeprallt, dann zurückgekommen. Aber es ist eben so, dass Gold hier dann als sicherer Hafen profitieren kann. Dazu kommen noch diese Zinssenkungsfantasien. Bei Bitcoin ist eigentlich auch Zinssenkungsfantasie ein wichtiger Faktor, aber heute nicht. Heute wohl Mechanik, dazu gleich mehr. Warum steigt Gold nun? Diese Geschichte mit den Houthis, die könnte sich zu einer ziemlich unschönen Geschichte entwickeln. Jetzt hat zum Beispiel Intertanko gesagt, die 70% der weltweiten Öl- und Gastanker betreiben, dass man wohl jetzt das Rote Meer meiden wird nach den Luftschlägen der USA. Und das ist insofern relevant, weil eben bisher vor allem nur Containerschiffe eben das Rote Meer und den Suezkanal gemieden haben. Wenn jetzt neben Containerschiffen eben auch Tanker, die Energie transportieren, das Rote Meer meiden, dann hat das sehr starke Folgen. Und wir sehen jetzt, dass die Houthis trotz der Luftschläge eine neue Attacke auf ein Schiff gefahren haben. Und das ist insofern natürlich jetzt eine schwierige Situation, als die Amerikaner und die Briten gesagt haben, naja, das wollen wir jetzt nicht wiederholen, so etwas. Aber wenn die Houthis einfach weitermachen, was dann tun? Und wir sehen, die Folgewirkungen sind wirklich schon enorm. Zum Beispiel jetzt auch Volvo, das Werk in Gent, muss die Produktion wegen Teilemangel stoppen. Das Ganze hatte gestern Abend ja schon Tesla für Grünheide, also Berlin, gesagt. Da wird man 2 Wochen mal erstmal gar nichts machen. Also wir sehen, das hat massive Folgen bereits auf die Lieferketten. Heute übrigens eine riesige Demonstration im Jemen. Die Houthis haben offenkundig die Unterstützung der Bevölkerung dort und die sagen, wir werden weitermachen. Und vor allem, was die Houthis sagen, wir werden jetzt direkt amerikanische und britische Schiffe oder andere Militäreinrichtungen attackieren. Also das Ganze scheint sich jetzt auszuweiten. Und jetzt kommt noch dazu, dass der Panama-Kanal ja aufgrund von Trockenheit nur sehr begrenzte Kapazitäten abwickeln kann. Jetzt hat eben Maersk gesagt, wir werden also bestimmte Routen nicht mehr jetzt über den Panama-Kanal leiten, also Schiffe, die aus bestimmten Regionen kommen. Und der Panama-Kanal ist für die USA sehr wichtig, denn da läuft etwa 70% des gesamten Containertransports, der in die USA geht, geht durch den Panama-Kanal. Also wir haben jetzt im Grunde die Situation, dass auf der einen Seite das Rote Meer blockiert ist oder zumindest gefährlich ist, man deswegen ums Kap der guten Hoffnung fährt, und auf der anderen Seite der Panama-Kanal nur sehr begrenzt einsatzfähig ist. Und das schürt die Inflation, das schürt Lieferkettenprobleme, das verursacht Kosten auf allen Fronten. Und das trotz der heute veröffentlicht niedrigeren US-Erzeugerpreise, die mit minus 0,1% sogar gefallen sind, war in allen Kategorien niedriger als erwartet. Allerdings vorwiegend eben aufgrund des gefallenen Preises für Dieselfuel, der 12,4% im Dezember, aus dem die Daten ja stammen, gefallen war. Also nochmal die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte mit den Houthis, mit diesen geopolitischen Spannungen, die wird immer inflationärer. Das kümmert aber die Märkte nicht. Hier mal die Fed Fund Futures, die hier jetzt 7 Schritte einpreisen. Also mit der Sitzung am 20.03. sollen die Zinsen sinken. Bum, 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 bum. Sie sehen hier diese blau markierten Treppe.
sozusagen, das ist die größte Wahrscheinlichkeit für den Zinsschritt und man erwartet dann, dass Ende des Jahres die Zinsen 3,5 bis 3,75% in den USA betreiben und das, obwohl FED-Mitglieder gesagt haben, nö, also März ist zu früh, wie gestern Mester. Hier sehen wir mal Wahrscheinlichkeit 77%, dass die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt werden. Nur 16% noch Wahrscheinlichkeit, dass die FED die Zinsen unverändert lässt. Jetzt kommt JP Morgan und sagt, na, also wenn die FED jetzt die Zinsen nicht so senkt, wie erhofft und erwartet, dann könnte die Wirtschaft in den USA ein Hard Landing absolvieren. Das wollen die Märkte nicht hören. Die sind angefixt durch die massive Lockerung der Financial Conditions. Da können die FED-Mitglieder sagen, was sie wollen. Spielt alles keine Rolle und das ist natürlich auch ein Faktor für Inflation, eben diese aufgeweichten Finanzkonditionen. Normalerweise hilft das auch Bitcoin, denn wann hat Bitcoin sein Hoch erreicht, sein Allzeithoch erreicht bei $67.000 um den Dreh, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte und Liquidität ins System gespült hat, also als massiv Liquidität im System war und Geld nichts gekostet hat. Normalerweise müsste ja Bitcoin dann auch profitieren, wenn es die Aussicht, die Hoffnung auf sinkende Zinsen gibt. Das ist nicht der Fall. Wahrscheinlich erleben wir jetzt Mechanik. Die Institutionellen haben sich gesagt, hey, wir haben durchaus ein Interesse, dass der Preis von Bitcoin steigt, bevor dass diese ETFs zugelassen werden. Dann wurden sie zugelassen, am ersten Tag noch so lalala und am zweiten Tag, bums, geht es jetzt nach unten, deutlich unter die Marke von 44.000 Dollars. Anders dagegen bei Ethereum. Das ist jetzt sozusagen die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wow, wir haben jetzt Hoffnung, dass Ethereum-ETFs zugelassen werden, wie zum Beispiel jetzt Larry Fink auch gesagt hat von BlackRock. Und siehe da, die Outperformance von Ethereum gegenüber Bitcoin wird immer krasser. Bitcoin wird jetzt ein Stück weit unsexy für die Industrie, für die Finanzindustrie, weil jetzt haben wir ja unser Ziel erreicht, Zulassung der ETFs. Jetzt schmeißen wir uns auf den nächsten Hoffnungsträger, in dem Fall Ethereum. Kommen wir aber jetzt zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Wenig Veränderung letztendlich an den Aktienmärkten. Wir sehen Tesla unter Druck, wir sehen United Health unter Druck, wir sehen praktisch Banken unter Druck, vor allem Wells Fargo, ziemlich mies. Bank of America, Citigroup im negativen, JP Morgan zunächst mal gefallen, dann gestiegen, dann wieder gefallen. Warum wollen wir gleich hier zeigen oder will ich gleich zeigen? Ansonsten ziemlich gemischtes Bild heute an den Märkten. Der S&P 500 hat heute das erste Mal seit Januar 2022, also seit 2 Jahren, wieder mal die Marke von 4.800 Punkten erreicht, ist dann wieder etwas zurückgefallen. Wir sehen allerdings, dass einige Aktiengruppen in den USA ziemlich unter Druck sind, wie zum Beispiel Airlines in den USA. 7,4% größter Fall seit Juni 2022, nach wie vor diese Boeing-Nachwehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wird ein Wintersturm wohl vor allem hier den mittleren Westen Richtung Ostküste lahmlegen, dass deswegen wahnsinnig viele Ausfälle von Flügen und das dürfte sich einige Tage hinziehen. Hier hatte ich ja angekündigt nochmal JP Morgan, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, die waren eigentlich unter der Erwartung. Deswegen die Aktie auch zunächst mal negativ reagiert, aber dann kam man raus und hat gesagt, hey, wir sehen 2024 sehr positiv. Das hat die Aktie dann ins Plus gedreht und ich glaube noch nie hat eine Bank so viel verdient in der Geschichte der USA wie JP Morgan in diesem Quartal. Auch dank natürlich der Geschenke der US-Regierung. Man hat sich da zum Beispiel ja First Republic einverleiben können. Und Jamie Dimon hat sich gefreut, hat praktisch natürlich die Rosinen sich rauspicken können. Der Rest wird, nämlich die Verluste, die werden dann sozialisiert. Wie schaut es aus jetzt mit der Berichtssaison, die heute ja ihren Auftakt hatte? Goldman Sachs sagt, ja, also die Erwartungen sind niedrig, deswegen gibt es gute Chancen, dass da diese Erwartungen eben übertroffen werden. Man hat wieder mal die Erwartungen kurz vor den Zahlen natürlich deutlich runtergenommen. Wir sehen aber, dass natürlich hier schon gerade bei Institutionellen wie CTAs, Commodity Trading Advisors, die Long-Positionierung schon extrem hoch ist, jetzt im Bereich der Hochs aus dem Jahr 2023. Also es ist nicht so, dass man da unterinvestiert wäre. Und wie gesagt, am Montag ist Martin Luther King Day, da ist Feiertag und diese Woche
nach Martin Luther King Day, der ja immer am Montag ist. Die ist normalerweise saisonal ziemlich ungünstig. Nur in 38% der Fälle steigen die US-Aktienmärkte, in 62% fallen sie. Und median eine Performance von minus 0,32%. Mal schauen, wie es dann nächste Woche ausgeht. Eins aber ist klar, diese Meldungen von Stellenstreichungen, die häufen sich jetzt. Citigroup, kürzlicher Amazon, Google, BlackRock, Xerox. Wir nennen also ja ganze Menge, die wo praktisch jetzt Leute entlassen. Wir sehen hier mal die CEO Confidence gegenüber Employment, also gegenüber den Arbeitsmarktdaten. Und wir sehen, dass normalerweise eine sehr sich abkühlende Stimmung bei den CEOs, bei den Chefs der Unternehmen eben ein Vorläufer ist, auch für steigende Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit ist noch nicht das große Thema in Deutschland, wenn wir da mal rüberhupfen. Aber die Wachstumsprognosen für Deutschland, die werden jetzt immer weiter nach unten genommen. Also es ist eine konstante Abwärtsbewegung. Das Ampelwirtschaftswunder findet offenkundig nicht in Deutschland statt, wie es nun aussieht. Erstaunlicherweise hätte ja keiner ahnen können. Und das Resultat dieser wirtschaftlichen Entwicklung sehen wir jetzt in der neuesten Umfrage. Die Ampel kommt jetzt nur noch auf 31%, so viel wie die Union, die AfD 22%, Linke, Freie Wähler und andere auch bei 4%. Also wären nicht im Parlament, die FDP auch nicht. Also das ist jetzt eine ziemlich brisante Story. So langsam kommt das Wirtschaftsthema ins Bewusstsein der Leute, die vorher ja sich über alles aufgeregt und gekümmert haben, aber nicht über die Wirtschaft. Und solange das so ist, solange Wirtschaftsthemen nicht wieder mehr gespielt werden, mehr in den Vordergrund kommen, werden wir hier richtige Probleme haben, weil aus meiner Sicht die Ampel hier durchaus falsche Anreize setzt. Abschließend zwei Empfehlungen, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Aktienmärkte zu euphorisch, ignorieren die Gefahr der Inflation, sagt Michael Hartnett von der Bank of America und zeigt, dass jetzt in der letzten Woche schon Geld abgeflossen ist aus Aktien. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, vielleicht werden in diesem Jahr andere Aktien gut performen und nicht die Magnificent Seven. Wir sehen ja schon, Apple und Tesla sind jetzt nicht mehr so magnificent momentan. Welche Aktien davon profitieren könnten von einer Rotation, lesen Sie in diesem Artikel. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sage Servus, ciao.